Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und ich bin gespannt, was wir heute zu sehen bekommen. Nein, ich kenne es ja natürlich schon. Ich muss das alles ja runterladen immer. Deswegen tun wir einfach mal so, als wäre ich total verwundert, was jetzt hier in der Liste drin steht. Und wir starten heute mit dem Aircraft-Tarnungsbomber Cool von Dominico. Auch ein netter Name. Gleich mal, da ist das Nameprogramm. Da ist der Nameprogramm einfach cool hinten dran geschrieben und schon ist man getriggert. Das muss cool sein. Aber wir probieren es. Wir probieren es, ob das wirklich cool ist. Also starten schon mal jedenfalls ziemlich gut. Ist irgendwie eine. Soll wohl eine HO229 sein, glaube ich. Also Horten, ne? Aber. Gut, die war insgesamt ein bisschen runder und nicht so verbastelt. Aber das Teil hier fliegt ziemlich gut, ey. Hätte ich nicht erwartet. Ich finde nur Flügler, finde ich immer so ein bisschen problematisch. Ich habe das ja auch schon mal versucht. Und der hier fliegt echt ganz nice. Kann ich mich nicht beschweren. Gut, wackelt ein bisschen nach, aber kann ich drüber hinwegsehen. Aber alter Falter, ey. Die Triebwerke sind wieder so unfassbar laut, ey. Da fliegen einem ja die Löffel weg. Muss ich ein bisschen weiter weggehen. So, 1300 schlag mich tot. km/h läuft. Boah, bei der Geschwindigkeit ist ja ganz schön schwierig. Ich versuche die Kiste jetzt mal zu landen. Also anflugstechnisch kann ich mich dieses Mal nicht beschweren. Komme ich ganz gut rein, glaube ich. So. Uiuiuiui. Bin immer noch viel zu schnell. Deswegen noch ein bisschen Schub weg. So, 8% sollte gehen. So, ich muss die Kiste erstmal gerade bekommen. Wenn da kein Schub hinter ist, Alter! Uhuhuhu. Wenn da kein Schub hinter ist, hinter der Kiste, fliegt die sich nicht so gut wie vorher. Ich komme ja total scheiße rein. Eieieiei. Ese loco. Oh, lol, ein Glück. Sind da vier, nee, 6 Airbrakes drauf. Nee. Viel mehr. 8, 9, 10, 11. 11 Airbrakes, aber ich habe es trotzdem nicht gelandet bekommen. Das ist ohne Witz, es ist nicht so einfach, wenn das langsam wird, fängt das total an rumzuschwurbeln. Ich weiß nicht wieso. Aber sonst fliegt es ja eigentlich ganz cool. Schwierig. So, was haben wir jetzt noch heute? Den Comet. Comet? Von Peter Wodrich. Vielleicht soll es Komet heißen. Ich weiß es nicht. Ein Passagierflugzeug. Mit ordentlich Bums dahinter wahrscheinlich. Hier auch mit Schriftzug. Ich bin gespannt. Oh, aber der ist ein bisschen nach unten gepfeilt. Das ist immer so eine Sache. Da starten die nämlich immer ganz schön kacke normalerweise. Aber ich lasse mich überraschen. So. Starten. Oh nein, 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 nein. Ich habe ja immer mal wieder so Probleme mit dem Starten, aber okay, nee, das hat sich jetzt... Okay, alles gut. Oh, und da war jemand zu faul. Schriftzug. Eigenhändig auf der anderen Seite anzubringen. Deswegen einfach schön kopiert. Deswegen haben wir hier noch R stehen und da haben wir Ria stehen. Da müsst ihr aufpassen, Leute, nicht? Sowas fällt mir auch auf. So, testen wir mal die Funktion, weil ich sehe hier schon, hier ist irgendwas unten dran geklatscht. Ah, das sind die Landeklappen und so, ne? Das ist natürlich ganz geil. Die müssen wir dann auch ausprobieren. Oder Startklappen. Oh, hä? Funktioniert denn das da unten? Ach, hier mit Pistons. Verstanden. Nice.
Oh. Mayday, Mayday, Mayday. Muss zur Notwasserung ansetzen. Notwasserung. Festhalten. Ja. das war nix, ne? Okay, jetzt fahren wir mal die Klappen aus zum Starten. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie man das... Ich habe keine Ahnung, ob man das so macht. Wenn ich nur als im Flugzeug drin sitze, sehe ich das halt immer. Dass da irgendwelche Klappen ausgefahren werden. Ich weiß nur nicht, ob das gerade die richtige Richtung ist. Ich schätze mal. Ah, guck mal. Ich glaube, das hat wirklich was gebracht, oder? So, und dann Klappen wieder rein. Nett. So, ich mache jetzt mal alle Gruppen an. Ob da noch was anderes passiert? Nö, sieht nicht so aus. Passt aber. Ich will die Kiste jetzt gleich landen und will mal versuchen, das dann auch mit den Klappen zu bewerkstelligen. Weiß nicht, ob man da eigentlich dann eine andere Einstellung bräuchte, wenn man landet. Ich habe keinen blassen Dunst. Aber ich werde es trotzdem einfach mal testen, ob ich damit zurechtkomme, wenn ich die ausgefahren habe. Gut, das Ding ist jetzt nicht so schnell, deswegen muss ich mal kurz ein Stückchen gerade einfach ausfliegen. Wobei, wir können ja schon mal anfangen, eine Kurve zu fliegen. Also ich fliege jetzt hier einfach hier so nach rechts und dann drehe ich um. Aber das fliegt sich schon mal gar nicht so schlecht. Also das fliegt sich besser, als es vielleicht vermuten lässt. Das Ding ist ja schon relativ groß, ist aber ordentlich wendig. Wobei, also bei so großen bei so großen Passagiermaschinen darf man ja eh nicht immer so erwarten, dass die irgendwie fett und nicht wendig sind. Die sind ja meistens wendiger, als man erwartet. Okay, das war nix. Okay, aber lasst mich kurz bitte überlegen. Kreuzerernährung. Okay, da muss ich aufpassen. Das muss ich mit dem Joystick fliegen. Das muss ich definitiv mit dem Joystick fliegen. Am besten hier in der Chase View. Sonst schmieren wir wieder ab. Weil das Ding wird nicht schnell genug, um ordentlich stabil in Kurven zu liegen, glaube ich. Ne? So. Wir fangen jetzt schon mal mit dem Landeanflug an, meine Damen und Herren. Bitte schnallen Sie sich an, stellen Sie das Rauchen ein und schalten Sie elektronischen Geräte aus. Wir erreichen unseren Flughafen. Was ist denn das hier? Frankfurt Hahn. In wenigen Minuten. Und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Moment, ich müsste eigentlich viel mehr nuscheln. Man muss ja, als Pilot muss man immer so ganz komisch reden und das Mikrofon ganz doll an den Mund pressen, damit es sich ordentlich anhört. Aber das ist dann auch irgendwie immer ganz komisch. Die versteht man dann immer so schlecht. Deswegen lasse ich das einfach lieber. Und wir landen die Kiste einfach so. So, Schub weg. So, schöne Landung. So halbwegs schön. Bremsen wir die Kiste noch, fahren wieder die Klappen ein, stehen da wieder 1 und das war doch mal eine ordentliche Landung im Vergleich zu sonst, oder? Ich finde schon. So, was haben wir noch? Eine Mirage F1 MTB von Mirage F1 von MTB Crafter, Entschuldigung. Und die sieht echt gut aus. Also ich mag die Flugzeuge. Also das Mirage, das ist ja quasi der Modellname und die Firma heißt Dassault Aviation. Wobei ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, weil eigentlich ist es eine französische Firma, aber das Aviation am Ende verwirrt mich immer ein bisschen. Und die haben auch eines meiner Lieblingsflugzeuge früher gebastelt. Gebaut natürlich, nicht gebastelt. Das Dassault Rafale sieht ein bisschen aus wie ein Eurofighter.
Das war früher eigentlich eins meiner Lieblingsflugzeuge. Und deswegen kenne ich diese Firma und auch hier die Mirage kenne ich auch. Mag ich ganz gerne. Alter Falter. Oh, das Triebwerk rührt aber ganz ordentlich. Da starten wir die Kiste mal. Die fliegt sich aber strange. Alter Falter. Mit der ganzen Zuladung wundert mich das jetzt eigentlich nicht. So, gehen wir mal ins Cockpit. Boah, der ist ja taub, ey. Ich hasse es. So, die hat aber ganz schön Geschwindigkeit drauf. Nur zieh die ordentlich nach hinten. Hinten. Ich wollte eigentlich nur ausgleichend ein bisschen nach unten steuern, aber nö. Warum auch? Hey, macht ja nichts. So. Testen wir mal kurz die Gruppen. Eins. Das ist die Bombe. Die dicke. Zwei. Die anderen zwei Bäumchen. Alter. Die Thatcher haben aber ordentlich Force nach unten, ey. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Okay, die anderen müssen wir alle per Hand abfeuern. Was zur Hölle? Ohne Witz. Ich bin doch nur in die Kurve gegangen. Machen wir das mal ganz sanft. Machen wir nochmal kurz die Bomben weg. Dann sind die wenigstens schon mal weg und explodieren nicht mehr. So, wir mal ganz seicht in die Kurve gehen. Okay, das funktioniert alles noch. Man darf die Kiste echt nicht mit der Tastatur fliegen, sonst zerplatzt sie einfach instant. Jo. Ja, gut. Die sieht echt toll aus, aber dieses Explodieren, wenn man lenkt, muss nicht sein. Aber es ist echt ein tolles Flugzeug. Also mir gefällt das richtig, richtig gut vom Style her. Ich habe mir auch vorhin mal ein paar Bilder angeguckt von der echten Mirage F1. Die sieht wirklich sehr, sehr originalgetreu aus hier. Also dafür auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben. Ja gut, halt nur hier die, ne? Die Zielapparatur eher schwierig. Wahrscheinlich das hier reinzubauen ist wahrscheinlich ziemlich schwer, weil hier ist ja auch das Cockpit. Da sieht man es. Aber sonst richtig geiles Teil, ey. So, was haben wir als nächstes noch? Nochmal von MTB Crafter, den Shockflyer. Ja, so ein Indoor-Flugzeug. Habe ich auch schon gesehen. Die finde ich auch immer ganz witzig. Habe ich aber selbst persönlich noch nie geflogen, so ein Ding. Die sind halt immer mega wendig. Okay, das hier ist jetzt so mittelmega wendig. Hier auch mit dem Helm drauf gemalt, das ist schon ganz geil gemacht. Ah doch, jetzt ist aber ordentlich wendig. Das braucht nur mal eine gewisse Geschwindigkeit und schon geht's ab. Mit den Dingern kannst du ja auch so in der Luft stehen und rückwärts fliegen und so. Das finde ich immer sau cool. Weiß nicht, MTB Crafter, machst du sowas persönlich? Sowas finde ich immer nice. So, da können wir auch mal ein bisschen weggehen. Komm, seht ihr mal, wie wendig das Ding ist. So, und einfach mal vorwärts looping. Es ist einfach krank, die Teile. Ich würde sowas gerne auch mal fliegen. Aber so richtig kann man es hier in Simple Planes nicht austesten. Ich kann auch nicht so eine schnelle Schubumkehr machen, wie ich zum Beispiel bräuchte. Oder einfach schnell den Schub wegnehmen und dann quasi hier die Kiste umdrehen, damit ich rückwärts fliegen kann. Das funktioniert nicht so. Aber das ist schon ziemlich witzig. Einem wird was total schlecht. Wenn man dabei zuguckt, glaube ich, aber
kannst du echt in letzter Sekunde kannst du da noch wegziehen von der Wand. Und zwar wohl oben als auch unten. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr eng. Okay, das war noch ein bisschen viel zu eng. Okay, das wird... Oh, jetzt kann ich wieder. Da. Gerettet. Solange es noch keine Geschwindigkeit drauf hat, ist das auch nicht so tolle. Aber sobald es irgendwie so über 400 hat, geht's rund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Round and round it goes. Miau. Oder mit einem Kotzübel, ey. Kriege ich Kopfschmerzen von. Das ist cool. Gefällt mir. Würde mich mal interessieren, wie viel so ein Ding kostet. Ich glaube, das gucke ich nachher mal nach. In meiner neuen Wohnung habe ich Platz. Naja, so halbwegs. Für ein Flugzeug wird es schwer. So, was haben wir noch im Angebot für heute? Zwei haben wir noch. Ein War Thunder. Ich finde es immer so süß, dass ihr das alles immer mit War Thunder in Verbindung bringt. Eine ME-163B. Ja, nee, ich weiß nicht. Also, kurz zur Info. Die ME-163B ist auch bekannt als Komet. Ja, ja, doch, Komet. Und war, glaube ich, das erste Flugzeug, das die Marke von 1000 km/h überschritten hat. Und das ist ein deutsches Flugzeug, logischerweise. Und ja. Ich ist nicht böse, aber ich sehe die da überhaupt nicht drin. Also so gar nicht. Da, ihr wisst, wenn ihr mir was schickt, müsst ihr euch auch Kritik anhören können. Und ich sehe da keine Komet drin. Nicht so richtig. Autsch. Das ist für mich... ein cooles, kleines, lustiges Düsenflugzeug, aber definitiv keine Komet. Vor allem, es wäre mir neu, dass eine Komet einen Propeller vorne an der Nase hat. Oder bin ich da jetzt irgendwie falsch, flugzeugtechnisch? Nee, ich glaube, da bin ich richtig. Also, weil die Komet läuft auch viel länger und weicher nach hinten aus vom Cockpit her und so... Und, nee, gut, deswegen, aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, das, was da für ein Name drauf steht. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich will jetzt erstmal wissen, wie das Ding fliegt. Und zwar egal, was da für ein Name drauf steht. Das ist für mich jetzt einfach ein, ein Flugzeug vom Dominico. Ohne Namen. Ist ein bisschen schwierig zu starten, muss ich sagen. So ein bisschen. Aber wenn man es mal in der Luft hat, ist es eigentlich in Ordnung. Ich steuere das aber mal wieder lieber mit dem Joystick, weil das wird mir sonst zu haarig. Weil dann fliegt das auch ordentlich. Wenn ich in meiner neuen Wohnung dann endlich mal ein bisschen mehr Platz habe, dann stelle ich auch endlich mal wieder meinen Joystick auf. Da freue ich mich schon drauf. Kann ich nämlich auch mal meinen Joystick wieder benutzen. Aber dafür hatte ich jetzt hier einfach in letzter Zeit nicht wirklich Platz. Muss eh mal gucken, welchen Schreibtisch ich mitnehme. Damit ich alles schön draufpappen kann. Und ich bräuchte eigentlich noch einen dritten Bildschirm. Naja. Kann ja alles noch kommen. Miau. Also, das fliegt echt gut. Das unterschreibe ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber, also, das wird super schwierig zu landen. Wette ich drum. Und für mich ist es keine Komet. Aber sonst ist das ein cooles Flugzeug.
Ich hoffe, du kannst damit leben. So, Caution Engines Overspeeding. Ja, ja, ja. So, fahren wir mal das Fahrwerk raus. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Der Motor, der Propeller vorne ist explodiert, weil ich zu schnell war. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen in Simple Planes. Alter Falter. Und jetzt ist das Ding halt total außer Kontrolle geraten. Ich krieg das nicht mehr abgefangen. Naja, passiert. Aber eins haben wir noch im Angebot für heute, glaube ich, ne? Genau, und zwar den... Uger Upper Acer. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, von Vico. Und da habe ich vorhin schon gesehen, mir gefällt das hier, die Flügel hier, so mit den kleinen Details, mit der roten Linie und so. Das gefällt mir ganz gut. Hier die Umrandung, weiße Umrandung der schwarzen Flügel. Hat was. Aber irgendwie sieht es insgesamt aus wie ein dicker Vogel. Ich weiß nicht warum. Wie eine dicke Schwalbe oder sowas. Aber die verschwinden ganz schön, die Reifen hier drin. Da sehe ich schon wieder, da sind irgendwie Fallschirme eingebaut. Da haben wir wieder die Trimflächen. Ich drücke mal auf die 1. Okay, das sind die Raketen. Gut. Dann benutzen wir die doch mal. Alter, das ist so laut immer. Da bist du ja taub. So, erstmal weg. So, die beschießen mich jetzt. Und da kommen sie. Seht ihr sie? Oh, kann ich die outrunnen? Nee, kann ich nicht. Aber eine kleine Kurve und schon kriegen sie mich nicht mehr. So, sind einfach in der Luft verpufft. Da kommen nochmal zwei Stück, aber ich müsste eigentlich zu weit weg sein für die. Die müssten jetzt eigentlich jetzt zerplatzen. Okay, solange sie... Ah, da sind sie zerplatzt. Ja gut, ich bin viel zu weit weg. So. Alle Raketen sind raus, deswegen schätze ich mal, dass in der 7 die Fallschirme oder die Bremsschirme drin sind. Und die werden wir jetzt auch mal austesten. Alter, wie hoch ich geflogen bin. Ach du Kacke. Die werden wir jetzt auch mal austesten, weil wir werden die Kiste jetzt noch landen. Aber das Ding hat eine ordentliche Flugleistung, ey. Gefällt mir. War Thunder werden jetzt wahrscheinlich schon lange die Flügel abgerissen. Besonders wenn ich jetzt solche Mätzchen mache. Einfach mal bei 900 km/h, einfach mal knallhart eine 90 Grad Kurve in Anführungszeichen geflogen. Wäre wahrscheinlich eh die Crew erstmal abgeschmiert und das Flugzeug wäre irgendwie auseinandergebrochen. Okay. Mit Simple Planes muss man ja leider immer davon ausgehen, dass die Flugzeuge immer super schnell in der Luft bremsen. Guck mal, wie schnell die Geschwindigkeit runtergeht, ey. Vor allem, wann ich mein Fahrwerk rausmachen kann, ohne dass es abreißt. So, wir kommen nicht ganz gerade rein. Ich nehme jetzt mal wieder den Joystick. Was habe ich gesagt? Welche Gruppe brauchen wir? 7, ne? Ja. 7. So, langsam, langsam, langsam. So. Und geht doch. Schöne Landung. Alles noch ganz. Nichts ist kaputt. Wir haben den Zerstörer versenkt. Das war eine schöne Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.